Guten Morgen Österreich zu einer weiteren Folge von Du Lachen, Du Hyperventilieren von Flaschen irgendwo im rektalen Bereich, weil man zu sehr gelacht hat. Zu meiner Linken ist mein Bruder Sero. Wie geht's, Bruder? Gut, Alhamdulillah. Wir werden uns sehr oft sehen, Bruder, jetzt. Und wir werden öfter über irgendwelche Scheiße lachen. Inshallah, Bruder. Leute, fand ich gestern sehr sympathisch, deshalb dachte ich mir, ich hol ihn wieder rein. Könnt ihr die Türen zumachen? Dann geriert du mich auch zu gern, Junge. Jock, Abi, jock. Ich zocke in Kopfhörern bei voller Lautstärke. Baba der Schlüssel vergessen hat. Hm. Ja. Ach so, gut. Ja, ich kenne diese Momente, Bruder, aber. Das war krass, Bruder. Was war mit dem so? Scheiß mal auf der Meme, aber was ging mit dem, Bruder? Das meine ich ja. Was war sein Problem, Bruder? Er hat die Tür gefalten einfach. Unnormal ab. Aber so Leute gibt es 100%. Die haben das mit meinem Cousin gemacht. Chico heißt er. Astaghfirullah, Bruder, ja. Nein, Hamidullah. Oder der wusste selber nicht, was abgeht, als er. Was für Bastard, boah, Digga, ja. Bruder, das ist schon schlimm. Bei mir hat auch jemand geschrieben, Dings, Bruder. Ne. Ja. Bei mir hat jemand geschrieben, Dings. Mäuse ist gestorben und so. Zeitungsberichte und so. Ey, ich war so beim Fitnessstudio, Bruder, ich sag. Okay. Das ist nicht korrekt, Bruder. Das ist echt nicht korrekt, Digga. Keine Sorge, der Urologe schaut nur, der Urologe. Der war gut. Einmal gelacht, kann man sagen, Bruder. New face filters on Instagram today. Der war so. Far. Nice job, team. Nice job, team. Was ist noch aus SpongeBob geworden, Digga? Für 50 Cent lutsche ich dir den Schwanz. Sehr guter Preis, da wünsche ich mir fast, ich hätte einen Schwanz, den du lutschen kannst. Na, das werde ich mal das Jahr. SpongeBob ist völlig abgerackt, Bruder. Digga, SpongeBob. Ey, wir sollen versuchen, nicht zu lachen, ne? Eigentlich schon, ja. Okay. Ja. Aber wenn es wirklich lustig ist, darf man lachen. Weißt du, die Leute kommen auf gottlose Sachen. Ja, Bruder. Ey, Bruder, warte, du musst zu Ende nuckeln. Kannst du gut zu Ende nuckeln? Okay. Kannst du Gutes besorgen? Normal, Bruder, was brauchst du? Cola und Schokolade. So hartes Zeug, sag, Wallah, hast, was du nimmst. Wallah sogar. Du Kranker, morgen nach Kindergarten kriegst du. Ich hab nicht gecheckt. Ich dachte, die reden über Gras und so. Okay. Aber der meinte wirklich, warte, Bruder, muss zu Ende nuckeln, weil er ein Baby ist, mäßig. Nee. Und er meinte, ich bring dir hartes Zeug, was brauchst du? Er meint Cola und Schokolade. Also so richtig hartes Zeug, Bruder. Also, voilà, wirklich nur das. Also morgen kriegst du einen Kindergarten. Das war zum Beispiel gar nicht lustig. Nee, das war so ein Bastard-Sonntag. Das war wirklich, ja. Gar, das war so Füße heben gar nicht, Bruder, weil es zu flach war. Das ist hart, Bruder. Das wird jetzt verheilen, Bruder. Okay. Weißt du mal. Wieso? Chinesen und Asiaten kommen so Dings, Bruder, auf lustigste Sachen irgendwie. Ich hab keinen Plan. Das sind so voll ernste Onkel und dann trägt er Rock und tanzt. World's fastest drive-thru. Two sweet teas, please. Okay. Put that on debit. Thank you. Okay. Kriegt er dir jetzt wirklich oder was? Das war genial. Oh. Nice, Bruder. Das war perfekter Service, Bruder. Wenn man keine Zeit hat. Ich nicht erwartet, Bruder. Wenn man keine Zeit hat, Bruder. Perfekter Service. Jetzt ein Masterpiece. Yeah.
Digas, Bruder, ey, bitte. Ich dachte, das kommt so voll schön jetzt raus. Was rein soll man so, das war voll sehen. Open it up. Wow. Oh, Digga, what the fuck? Sie hat einen Vogel versteckt, Bruder, was zum Fick. Bisschen Vorgrippe mitnehmen, Bruder, was sag. Das war hart, Bruder, das war ein harter. Was hast du dir gewünscht? Oh, also schön. Ich hatte einen heimlichen Wunsch. Cosmo kann sich nicht erinnern, weil ich mir gewünscht habe, dass er es vergisst. Sorry, ich spiele so gern auf Beerdigungen. Turma, was hast du dir gewünscht? Okay, sei nicht sauer, aber ich habe mir heimlich gewünscht, dass niemand mehr älter wird, damit ich für immer 10 Jahre alt bleibe und meine Zauberpaten behalten kann. Oh, was? Wann hast du dir das gewünscht? Vor 50 Jahren. Also, damit ich's auf die Reihe krieg. Du und alle anderen Leute auf der Erde sind in Wirklichkeit schon 50 Jahre älter. Rechne doch mal, Jean-Claude. 10 plus 50 ist 13. Entspann dich, Timmy. Gehen wir alle nach Hause. Wenn meine Vermutung richtig ist, dann wartet ein goldenes Schoßtier auf mich. Timmy Turner, das ist eine ungeheuerliche Verletzung des Elfengesetzes. Du bist wahrhaftig das schlimmste Kind mit helfenden Elfen aller... Bruder, wir haben einfach gerade Cosmo und Wanda geguckt, Bruder. Ich dachte, da kommt was richtig Wichtiges die ganze Zeit. Die haben da noch so lange gezogen, Bruder. Ich dachte, er sagt so irgendwas, ich will, dass mein Schwanz gelutscht wird. Irgendwie sowas. Ich sag's doch, die wollen jetzt Bruder, was sagen, Bruder. Ich denk sowas, Bruder. Hä? Wo wurde Kindheit zerstört, weil der Typ ein Opa ist und seine Freundin 13 ist und er eigentlich ein Pädophiler ist? Das meinen die, Bruder. Das ist eigentlich schlimm, Bruder, wenn man so überlegt. Yeah. Ist eigentlich schon schlimm, Bruder, weil er steht auf ein 12-jähriges Mädchen, der Typ ist 60. Im Kopf ist er 60, Bruder, sein Körper ist nur klein geblieben. Wenn man so überlegt, ist eigentlich hart. Sehr hart eigentlich, ne? Eigentlich sehr hart, Bruder. Die ganze Serie hat mich gefickt jetzt gerade. Ja, okay, jetzt verstehe ich den Clip irgendwie. Wenn man so ein bisschen nachdenkt. Yeah. Also ein bisschen, ich hab's auch nicht davor gecheckt. Ja, jetzt ist schon schwierig. Ja. Ja, okay. Gut, ich nehm's alles zurück. Bro, why you get my IP? I didn't. Can you bark, bro? Bro, why you get my IP, dude? I promise I didn't. I was just looking at my other monitor on YouTube. I was watching a stream. Oh, my fault. Alright, though, bro. Can you bark? Can you? I was as loud as I could. Er ist dafür bekannt, dass er schreit die ganze Zeit und so. Also, schreit richtig. Again. Again. Er lässt ihn einfach bellen, Bruder. This man was sent from God. Hat einmal nicht auf. Damn. Hört auf mit solchen Memes, die sind wirklich nicht lustig. Man ist so 14 Uhr und so eine Scheiße anschaut. Wirklich, Bruder, und wir sind nicht mehr 14. Part of good parenting. Yo, this is all kids do these days. It's nice outside. Look. 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 This is all you want to do. Get off the PlayStation. Get off the PlayStation. Give me. Get off the PlayStation. Put it down. I'm dead serious. Let go. Let go. No. Let go. Put it down. Put it down. Come on. You going outside. I don't care if you don't got no clothes on. Open the door. Yeah. Open the door here. Here's a football. Here. He's a basketball. Here. I don't care. Look. Here's condoms. Go get some pussy. I don't care what you do. Here. Give this to her. She's gonna love it.
Get this dog. Get this dog. Get out of here, man. Get out of here. I'm tired of you. Go play a game, man. I'm tired of you. Das ist der Vater, den wir alle gewünscht haben, Digga. Eigentlich war eine nice Folge, jetzt verpisst euch, ihr Keks.